Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit Bestehen der Bundesrepublik eng. Sie sind freundschaftlich, sie sind partnerschaftlich, wir haben enge wirtschaftliche Beziehungen, wir haben enge außenpolitische Beziehungen, ja, Herr Ströbele, seit vielen Jahrzehnten. Wir haben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und es geht auch um die innere Sicherheit in Deutschland und Europa, die es gemeinsam zu schützen gilt. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, über allem, und ich glaube, das ist noch sehr viel wichtiger, steht, dass wir eine Wertegemeinschaft haben. Deutsche, Europäer und Amerikaner. Wir bekennen uns in dieser Wertegemeinschaft zur Demokratie und zur Freiheit. Und das unterscheidet uns zu mancher anderen Region in der Welt. Auch das darf man hin und wieder in der Diskussion und in der Debatte erwähnen und vielleicht zur Kenntnis nehmen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, war es auch, dass jedes gute Verhältnis auch immer wieder erneuert, immer wieder erarbeitet, immer wieder gestärkt werden muss. Und die Veröffentlichungen der angeblichen Dokumente des US-amerikanischen Staatsbürgers Snowden vom Juni 2013 waren mehr als irritierend, sondern sie waren beunruhigend. Was aber noch beunruhigender und irritierender ist, ist, dass seit der ersten Veröffentlichung am 5. Juni 2013 die Informationspolitik unserer amerikanischen Freunde leider zu wünschen übrig lässt. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch zum Schaden der Vereinigten Staaten selbst. So konnte beispielsweise, es ist heute schon mal kurz angeklungen, im Sommer über Wochen in der europäischen Öffentlichkeit behauptet werden, dass Millionen von Daten monatlich von der NSA in Deutschland erhoben werden und den Amerikanern zur Verfügung gestellt werden. Das hat natürlich zu großer Aufregung geführt, denn impliziert war da der Vorwurf, es würden Millionen von Bürgern in Deutschland ausgespäht. Und dann hat sich im Laufe des August herausgestellt, dass es sich bei diesen Daten, bei diesen 500 Millionen Datensets pro Monat, die dort in Rede standen, um Daten handelte, die der Bundesnachrichtendienst aufgrund gesetzlicher Grundlage der hier im Bundestag verabschiedeten Gesetze, hier von diesem Parlament verabschiedeten Gesetze erhoben hat, und zwar in Krisengebieten, unter anderem in Afghanistan, wo es darum geht, auch den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten sicherzustellen, unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir gemeinsam auch diese Aufgabe haben, das zu tun. Denn wenn wir schon unsere Männer und Frauen in diese Krisengebiete schicken, um Frieden dort herzustellen und auch die Interessen Deutschlands und Europas zu vertreten und der freien westlichen Welt, dann müssen wir sie auch schützen. Und das ist dadurch geschehen, dass der Bundesnachrichtendienst Kommunikationsdaten aus diesen Krisengebieten erhoben hat und gemeinsam auch mit den amerikanischen Freunden und Partnern ausgewertet hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ausdrücklich, hat stattgefunden auf der Grundlage von Gesetzen, weil unsere Behörden, sowohl der Verfassungsschutz wie auch der Bundesnachrichtendienst, aufgrund gesetzlicher Vorschriften handeln. Und wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte heute sagt, es gäbe so etwas wie einen kontrollfreien Raum der Nachrichtendienste, so muss ich dem ausdrücklich widersprechen. Der Bundestag hat in einem sehr engen Geflecht an Kontrollmöglichkeiten sichergestellt, dass zu jeder Zeit die Geheimdienste in diesem Land kontrolliert werden. Da gibt es das parlamentarische Kontrollgremium, und da können Sie lachen, aber die Kollegen, die dort drin sitzen, Woche für Woche, jedenfalls in Sitzungswochen hinter verschlossenen Türen, sich stundenlang die Berichte anhören der Nachrichtendienstpräsidenten, die haben auch den Respekt dieses Hauses verdient. Die Kollegen gehen nämlich ihrer Aufgabe dort nach. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dann gibt es die G10-Kommission, eingesetzt von diesem Deutschen Bundestag, die sich ausführlich mit den Details und Fragestellungen befasst,
wann Nachrichtendienste und unter welchen Umständen Nachrichtendienste handeln können. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, irrt der Bundesdatenschutzbeauftragte, wenn er glaubt, dass er sozusagen die Überkontrollbehörde über alle wäre. Nein, neben dem PKGR, neben der G10 gibt es auch den Bundesdatenschutzbeauftragten. Das wollte ich nur sagen, weil diese Kritik heute über die Agenturen ging und meines Erachtens nicht gerechtfertigt ist. Aber nun zum Schweigen unserer amerikanischen Freunde, das leider dazu führt, dass es allerhand Verschwörungstheorien gibt und dass es in der Zwischenzeit ein Misstrauen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, auch in der Bevölkerung gibt. Und deswegen kann man, glaube ich, mit Fug und Recht davon sprechen, dass das Vertrauen, das notwendig ist, um zwischen Deutschland und Amerika auf guter Basis auch in der Zukunft weiterzumachen, gestört ist und wiederhergestellt werden muss. Die Amerikaner müssen aufklären, sie dürfen sich nicht in Widersprüche verstricken. Das gilt im Übrigen auch für die Vorwürfe, die in den Raum gestellt sind, was die angebliche Abhöraktion gegen das Handy der Frau Bundeskanzlerin angeht. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass es auch dazu bisher keine ausreichenden Einlassungen und Informationen der amerikanischen Partner gibt. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass egal wer ein Handy abhört, egal wer Kommunikation in Deutschland abhört, ob die Kommunikation von Bürgern, ob die Kommunikation von Behörden oder von Regierungsmitgliedern sich strafbar macht. Und wann immer strafbares Handeln im Raum steht, sind unsere Ermittlungsbehörden dran und gehen diesen strafbaren Handlungen nach, nehmen Ermittlungen auf, wenn ein hinreichender Anfangsverdacht besteht. Und deswegen wird auch in der Frage Abhören des Handys beispielsweise die zuständige Staatsanwaltschaft oder der Generalbundesanwaltschaft entscheiden, wie zu ermitteln ist. Das ist einem Rechtsstaat so vorgesehen. Das macht nicht die Politik, sondern das machen rechtsstaatliche Stellen, Staatsanwälte, Generalstaatsanwälte, wenn sie Verdacht haben, und vernehmen auch Zeugen, wenn von diesen Zeugen etwas zu erwarten ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aufklärungsbemühungen der Bundesregierung sind ebenso wie der Europäischen Union umfangreich. Wir haben schriftliche Anfragen gestellt, sowohl die Justizministerin als auch ich schon im Juni. Wir haben nur einen Teil dieser Anfragen bisher beantwortet bekommen. Wir haben umfangreiche Delegationsreisen in die eine wie in die andere Richtung unternommen. Und wir haben hochrangige Gespräche geführt, die immerhin dazu geführt haben, dass die amerikanische Regierung sehr frühzeitig auch problembewusst geworden ist. Und wenn heute der amerikanische Außenminister eine Reise nach Europa plant, dann, glaube ich, ist das auch ein Zeichen dafür, dass es gewirkt hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben eine umfangreiche technische Sonderprüfung durch unseren Bundesverfassungsschutz vornehmen lassen. Wo immer irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, hat der Verfassungsschutz umgehend Ermittlungen aufgenommen. Wir haben die Provider informiert. Wir haben versucht herauszufinden, ob es an irgendwelchen Knoten tatsächlich unerlaubte Zugriffe gegeben hat. All diese Dinge sind erfolgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Demokratie kennt aber auch noch weitere Mechanismen. Und wir sehen das derzeit in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine breite Diskussion im amerikanischen Parlament, im amerikanischen Kongress, genauso wie in der Öffentlichkeit, wo die Frage gestellt wird, was dürfen die amerikanischen Geheimdienste, so wie wir in unserem Bundestag diese Fragen stellen, wo ist die Verhältnismäßigkeit und wie geht man mit Freunden um? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, daran können Sie erkennen, dass Demokratien eben verschiedene Wege und Mechanismen haben, diesen Selbstreinigungsprozess, wo er notwendig ist, auch durchzuführen, und dass der amerikanische Präsident höchstpersönlich einen Bericht über die Tätigkeit, über die Spionagetätigkeit seiner Behörden angeordnet hat und dieser Bericht am 15.12. vorliegen soll, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir erwarten natürlich auch umfangreiche Informationen aus diesem Bericht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben wir veranlasst, was planen wir, um die Spionageabwehr zu verstärken? Zum Ersten, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in einem Reformprozess vom Frühjahr angefangen, schon im April, Mai personell, organisatorisch, technologisch die Spionageabwehr zu verstärken. Wir haben
dafür gesorgt, dass in einem engen Dialog mit der Internetwirtschaft, seit vielen Jahren angestoßen durch die Bundeskanzlerin in einem IT-Gipfelprozess, die Fragen der Sicherheit im Internet erörtert werden und auch auf ihre technologische Machbarkeit hin überprüft werden. Wir brauchen mehr und bessere Verschlüsselung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dafür brauchen wir aber auch vertrauenswürdige Hersteller und Dienstleister. Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe auch, die wir gemeinsam angehen müssen. Wir können die Souveränität Europas, meine sehr verehrten Damen und Herren, die digitale Souveränität Europas nur dann erhalten, wenn es uns auch gelingt, die technologische Souveränität über die Netzinfrastruktur und die Netztechnik in der Zukunft zu erlangen und zu verstärken. Hier liegt im Übrigen eine wichtige Aufgabe für die Europäische Union. Wenn man nach den großen europäischen Themen und Aufgaben fragt, dann ist das eine wichtige Aufgabe, die technologische Souveränität Europas herzustellen, auch in der Netzpolitik, um sicherzustellen, dass wir in der digitalen Welt ebenfalls souverän bleiben. Und wir müssen das Vertrauen der Wirtschaft stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Allianz für Cybersicherheit hat dafür gesorgt, dass wir auch pragmatische Lösungen mit den mittelständischen Unternehmen und mit den großen Unternehmen führen können. Ich habe bereits zu Beginn des Jahres vorgelegt ein IT-Sicherheitsgesetzentwurf, bei dem es darum geht, zusammen mit den Betreibern kritischer Infrastruktur jederzeit ein Lagebild über Angriffe auf die Netze und Sabotage gegen die Netze ausfindig zu machen. Ich hoffe, dass wir dieses Sicherheitsgesetz schnell in diesem Hause verabschieden können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir prüfen, in welchem Maße es möglich ist und auch unter Kostengesichtspunkten sinnvoll ist, dass wir ein europäisches Routing, also das Durchleiten von Daten nur über europäische Netze, in der Zukunft als Möglichkeit anbieten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich habe in der vergangenen Woche mich mit der Kommissarin Kroes über die Frage einer europäischen Cloud, also einer sicheren Cloud für die Aufbewahrung von Daten europäischer Bürger unterhalten. Ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe der Europäischen Union in der Zukunft sein kann, einen Rechtsraum, einen Wirtschaftsraum, einen Sicherheitsraum zum Schutz der Daten herzustellen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auf europäischer Ebene die Datenschutzgrundverordnung sehr schnell umsetzen. Ein wichtiger Punkt in dieser Datenschutzgrundverordnung für uns ist es, dass sichergestellt sein muss, dass wann immer Daten ausgeliefert werden, europäische Bürger, an Behörden ausländischer Staaten, dass das transparent gemacht werden muss und dass jeder Bürger auch das Recht haben muss, gegen eine solche Auslieferung vorgehen zu können. Und schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es wichtig, dass wir auch im Verhältnis mit unseren amerikanischen Freunden, insbesondere auch bei unseren Beziehungen in wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Hinsicht, deutlich machen, dass wir ein gemeinsames Verständnis von Datenschutz und Datensicherheit entwickeln müssen. Herr Minister, Sie müssen zum Schluss kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Art digitale Grundrechtskarte auf den Weg bringen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Aber über allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht, dass wir die enge Partnerschaft mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern brauchen, auch um die Sicherheit der Bürger in diesem Land in der Zukunft gewährleisten zu können. Vielen Dank. Jetzt der nächste Redner ist Dr. Frank-Walter